Gut. Gut, ich habe jetzt gerade, weil mir ja gesagt haben, wir wollen ja dennoch einmal genauer anschauen, nicht immer wieder das Gleiche wiederholen. Und ich merke immer wieder die Schwierigkeit, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Mein Prinzip, wo ich einmal erzählt habe, mit dem, du bist morgens im Bett, du grübelst über was nach, dann kommt der Gedanke in den Sinn, dann stehst du auf, willst es niederschreiben und du meinst, du hast es vergessen. Der Übergang, sobald du die Augen aufmachst und dann dich voll bewusst in dieser raumzeitlichen Welt als Figur befindest, reduziert sich deine Denkgeschwindigkeit unendlich. Und das ist dieses Chat-Denken, ist, dass du einen Gedanken hast und dann wirst du das dann erklären bei mir, wenn ich radebrechend, jetzt rede ich einmal ganz von Brösel zu Brösel als Udo, dass dir klar sein muss, es ist ein Gestammel, ein Nichts, es ist wie wenn du einen 24-bändigen Brockhaus stehen hast und du hast den Brockhaus im Kopf und der Gegenüber kann bloß einen Eintrag in den 24 Bänden von Brockhaus verstehen. Aber wir werden das jetzt nochmal versuchen. Und zwar, was ich unter einem gezippten Programm meine. Das wird jetzt sehr komplex. Das setzt auch etwas Grundlagen voraus. Ich weiß, dass der Intellekt eines Redos, einer Diana und Konsorten, die auf dieser Ebene sind, jetzt relativ folgen können. Wenn du es nicht bist, hast du noch sehr, sehr viel zu lernen als Geisteswohnung. Auch hier wieder vorneweg. Es richtet sich nur an den, der sich das jetzt ausdenkt. Vielleicht macht es dann zumindest neugierig. Wir machen das sehr einfach. Ich schaue mal, dass ich mich nicht so arg verhaspel. Und zwar geht es bloß um das Wort Rechem. Die Gebärmuttermatrix. Ich tue jetzt mal einen Bildschirm übertragen und ich sage jetzt mal als Brösel Ude, ich hoffe, das Skype macht uns keinen Strich durch die Rechnung, dass die Bildqualität einigermaßen gut ist. Ja. Schauen wir mal. Ja, in der Aufnahme, weißt du, das schwankt sehr stark. Manchmal ist Ja, es gut, manchmal ist es nicht gut. Das ist wie das Wetter. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit. Wir reden jetzt einmal intellektuell, um was besser zu machen, was natürlich schon wieder eine Einseitigkeit ist. Man muss das hinnehmen, wie es ist. Ich könnte es ja bei mir mit meinem Aufzeichnungsgerät aufnehmen, dann wäre die Qualität zu, aber dann müssen wir wieder schneiden und umformen. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Ich mache jetzt als Brösel, da hat man einfach die Demut. Ich habe da hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und dann doch wieder nichts vorbereitet. Also wir schauen uns jetzt nochmal das Wort Rechem an. Und für einen, der einsteigt, ich will nur Sachen ansprechen mit den Rückübersetzungen. Zuerst einmal brauchen wir das Rot-Blau lesen. Das heißt, da haben wir den Kopf. Der rote Kopf ist ein Kollektiv und das symbolisiert das geistige Meer El-Hayom. Sobald wir an einen blauen Kopf denken, hast du dann automatisch persönliche Berechnungen, Maßsetzung deiner Denkmöglichkeiten, die Kollektion deines Intellekts, was dein anerzogenes Wissen hergibt, dein Schwamminhalt, und das erzeugt dann deine ganz persönlichen Gestaltwertungen, das heißt die Wassergedanken, wenn die du aufschmeißen kannst. Du kannst definitiv nur an Verbrennungsmotor denken, wenn man dir davor was erzählt hat. Davor meine ich immer hierarchisch, okay? Jetzt sieht es so aus, wenn wir das Wort jetzt nachschauen, was hier eingetragen ist. Jetzt erkläre ich einmal ganz, ganz genau das Prinzip und mache aber gleich Rückübersetzungen. Das ist erst einmal das hebräische Wort für Gebärmutter. Dieses Wort wieder in sich ist ein Kleinod, ein Chat. Wir haben zuerst einmal das GB. Die GB-Radix haben wir tausendmal durchgekaut. Die beschreibt eigentlich alle Sachen hier, die unsere Sinuswelle. Dann haben wir hier als nächstes im Geist ist ein BAR. Bara. Das ist Bara, ist aber R und A ausgetauscht. Dieses BAR ist der Brunnen. Der Brunnen ist noch nicht die Quelle. Die Gebärmutter ist nicht das, wo das in der Gebärmutter herkommt und die Gebärmutter selber herkommt. Was hier wichtig ist, dass das auch auseinandersetzen und erklären heißt. Ich spreche prinzipiell immer von einer Gebärmutter, von einer Matrix 1 und einer Matrix 2. Die Matrix 1 ist die Gebärmutter, die Matrix 2 ist deine Traumwelt. Das führt uns zwangsläufig auch zu dem Geber. Der Geber, den kann man gleich wieder rot und blau lesen. Der Geist wird zu einer polaren Berechnung, dann wird er zwangsläufig Bau. Das ist jetzt erst einmal hier der Mann. Siegen über etwas stark werden, überlegen, sich selbst, der blaue Mann. Wenn du an dich denkst, legst du dich selbst praktisch als Gedankenwelle über dich drüber, über deinen roten Kopf. Du denkst in dir aus. Wissen wir, dass Gabriel, der Engel Gabriel, das ist rot gelesen, ist das der Begatter. Ich spreche jetzt das nur an. Und dann haben wir hier zwangsläufig dieser
geistige Geburtsgeber braucht dann eine Matrix, eine Mutter. Mutterleib, Mutterschoß, jetzt heißt es auch noch Schmutzgeier, sind wir auch darauf eingegangen, mit Liebe begegnen. Wie kommen wir dann noch dazu? Und jetzt, wenn man jetzt diese Radix anschaut, sage ich immer wieder, wir machen zuerst einmal zwei Hälften. Wir schauen uns die ersten zwei, das Chat und dann das Chat M an. Wir kommen dann übrigens in den Dennach. Dann schauen wir das einmal, was, wie das im Dennach beschrieben ist. Wir machen zuerst einmal das Chat einzeln. Das ist immer so der Einstieg, da haben wir das den Kopf, den roten Kopf mit seinem Kollektiv oder einen blauen Kopf mit Berechnungen anhand seiner persönlichen Kollektion. Da lesen wir jetzt zuerst einmal in dem Wörterbuch, das ist die hebräische Abkürzung für Straße. Du schaust dir das so schnell an und sagst, okay, sagt mir im ersten Moment nichts. Übrigens, wenn wir das jetzt mit Google übersetzen lassen, dann steht hier nur SD-Punkt, das steht für Englisch für Street. Mhm. Aber jetzt, wie viel Zeit beachtest du für die Straße? Ja. Da ist schon mal in Klammer die Abkürzung SDR rot geschrieben, heißt Geheimnis. Ja. Jetzt ist es natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man SDR schreiben kann, weil wir können verschiedene S einsetzen. Ich bleibe mal nur beim ersten offensichtlichen. Das ist ein Geheimnis, das da drin steckt. Eine Heimlichtkeit, Hayom, El-Hayom, ist das Licht, das wie buchstabiert zu einem Versteckwort, verstreute, gespiegelte Ecken. Darum haben wir hier zwei Sachen. Rot geschrieben, auf das Geheimnis bezogen, auf die Heimlichkeit, ist es ein verborgen Esain, rot geschrieben, ein verborgen Sein. Du bist dein eigenes Geheimnis. Blau gelesen wirst du jetzt versteckt sein, versteckt existieren in irgendeinem dieser Eckspiegel in der Peripherie, wo du dich hineindenkst. Darum heißt es dann auch widerlegen und zerstören. Das heißt wie doppelt aufgespannter Intellekt. Wir können auch JD heißt ja, ist die Hand. Ja. J die Hand wiederum, H, A, N, D. Ja. Auf- und abschwingen, genau. Ist erwecktes Lecken. ZR beginnt schon mit ZR, die Geburt einer Berechnung. Heißt zu Form werden. SD, ÖR, mit einem Waff geschrieben, heißt widerlegen, wird widerlegt, ungeordnet sein. Genau. Wenn du diesen Gedankengängen folgen kannst, und ich weiß, einige Geistesfunken können jetzt super folgen und einige überhaupt nicht. Macht aber nichts, ist nur ein Zeichen von Reife und Unreife, die man sich eingestehen muss. Gut, wir waren jetzt nur bei den SDR. Jetzt haben wir hier das SDR und dann haben wir die nächsten zwei Buchstaben, unsere Ase. Da wird es natürlich ganz interessant, dass wir hier das scharfe S ja schon als S haben. Jetzt machen wir nur das AS. Was ich jetzt sehe, das sieht ja wie ein griechisches Bett aus, dann hast du das Geheimnis des Vaters. Ja. Ab. Okay, jetzt machen wir mal 2S. Wir ziehen uns mal den brauchen wir zuerst hier. Wir machen zuerst einmal das Sein, Sein. Das wird normal im Hebräischen übersetzt mit als dann da. Jetzt machen wir das zuerst einmal, der Schöpfer ist Sattheit, Fülle eines bewussten Geistes und die Schöpfung unbewusst ist immer aufbauend auf Selektionen, auf Facetten. Kollektion, Selektion. Kollektion, Selektion. Okay? Wenn wir das rot machen, heißt es ja geschlossener Schöpfer. Das ist dieser geschlossene Schöpfer. Von Gott ist Bewusstsein. Oder die geschlossene Schöpfung von Gott im All ist Bewusstsein. Aber zu Bewusstsein gehört Unbewusstsein, also UN, aufgespannte Existenz eines Bewusstseins, wird jetzt zu einer geöffneten Schöpfung, die besteht immer aus zwei Existenzen, nämlich im Wellenberg und im Wellendal. Ja. Jetzt musst du aber wissen, da wir Oberwellen haben, sind auf dem Wellenberg ja nochmal Wellen. Ja. Und auf diesen jeder einzelnen Wellen nochmal Wellen, das ist das Gesetz der Oberwellen. Ja. Das heißt auch einst, klassisch übersetzt auf eine Vergangenheit, die es nicht gibt, einst war es so, aber so hast du schon einen raumzeitlichen Augenblick, einen kreisenden raumzeitlichen Augenblick. Und eins können wir jetzt wieder rot machen. Dann haben wir Ain, ein nicht existierender, bewusster, immerseiender, ja. SD rot. Oder Ain als mit 70 geschrieben. Dann haben wir ein Augenblick, ist immer eine raumzeitliche Spiegelung. Ja. Gut, das, ich mache jetzt immer noch sehr ober, aber du merkst, wie sich das verknüpft. Ja, ja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir dasselbe mal, unser S als ein Sinn gelesen. Mhm. Jetzt kriegst du das Feuer. Ja.
Gut, jetzt pass auf. Ich Straße. mach ganz kurz in unserer Straße. Wir haben ja hinten unsere Ass. Wir waren ja nur bei dem Ass He. Asse, SDR, das Geheimnis, das widerlegte Geheimnis. Ass He heißt jetzt etwas anzünden, angezündet werden. Das macht das Feuer. Und zwar das Feuer von A Shin He, Asha, das ist die Frau. Ja, passt Unsere doch. Logik, die zündet das Feuer in dir an. Und jetzt hast du die Facetten, die du dir ausdenkst, sind euer. Genau. Gut, jetzt können wir da noch sehr tief. Du merkst, es ist ein Komplex, ein rein logischer Komplex. Und ich weise darauf hin, wenn wir Zahlen einsetzen, kann ich dir das sogar arithmetisch vorrechnen. Das ist ich immer wieder die Sache, wie viele Beweise brauchst du denn noch, mir zu vertrauen? Und immer wieder glitschst du weg und vertraust dem Zweiten, der Frau in dir, der Logik in dir mehr. Dann haben wir als Zweites in unserem Rechen, haben wir ein Chat gemacht und jetzt machen wir mal Chat M, die zweite Hälfte dazu. Genau, Dann ich. haben wir Fieber, Hitze, die Wärme. Wir halten uns jetzt einmal auf der Hermia, wobei der Schwieger, da steckt die Wiege schon mit drin. Das Schwa, Gottes, der Gär, der Vater. Was mir wichtig ist, jetzt rein einmal die physikalische Wärme in der Thermodynamik, wenn wir uns das anschauen, ganz kurz. Wärme symbolisiert jetzt erst einmal dieses Komm, symbolisiert jetzt erst einmal Bewegung in der Physik. Das heißt also hier in der Thermodynamik, ausgedacht jetzt, Formel zeigen ist ein Q, ist Affinität. Um Bewegung zu erzeugen, brauchst du Wellen. Jetzt ist natürlich, dass die hier wieder von Longitudinalwellen reden, weil sie von den Transversalwellen nichts wissen, wobei die Transversalwelle die einzige ausgedachte in der Physik ist, zuerst einmal hier das Licht, die elektromagnetische Strahlung. Und dort, die sich transversal bewegt, bewegt die sich nicht durch Raum und Zeit. Das ist jetzt das hier, was ich mit den zwei Fingern immer mache. Und das ist also früher die Einzeichnung für Kilokalorie. Wie Gott. Das Ort kann man natürlich auch rot machen, das heißt eine kreisende Berechnung, das ist unser Auf und Ab Gottes. I ist E Quadrat, das ist prinzipiell die Ruheenergie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Als nicht stoffgebundene Energie, ich habe das, bin mir schon mal darauf eingegangen, wenn wir das jetzt griechisch lesen, ich mache mal hier dieses E Quadrat sein, ist N heißt innen, inbinden. Ja, genau. Energia heißt definitiv das, die innere Wirkung, das innere Wirken in uns ist der erwachte Geist und das ist IE Quadrat oder IE, die göttliche Quintessenz, Gott. Das ist die Energie. Steckt hier alles wunderbar drin, wenn man das sieht. Bezeichnet die im Meer existenzaufgespannter Berechnung, heißt Flackern, ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Nur dann über eine Systemgrenze übertragen wird, wenn Temperaturunterschiede zwischen der Umgebung vorhanden sind. Ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel der Systemgrenze. Wir machen uns einmal ein System, ein geschlossenes System, und dann denken wir uns ein Heizkörperbeispiel. Ich gehe, das erkläre ich jetzt nicht, sonst wird man uns zu arg auffächern, dass alles auf alles reagiert. Das ist ein geschlossener Kreis. Ich kann nicht sagen, wer bestimmt in dem System, wie, was für eine Temperatur da ist. Genau. Es reagiert alles auf ein vorhergehendes und gibt diesen Impuls weiter. Und in dem Moment, wo ich einen Kreis bilde, schließt sich der Geist. So wie das unendlich Große und das unendlich Kleine, das, was ich hier aufspanne, ist ja eigentlich jetzt gedachterweise aus dem Sinus heraus generiert. Ein Zurückkehren. Plus, 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 minus, 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 plus. Und dann kehrt es wieder in das Plus, plus, in das Nichts ein. Aus nichts wird alles und das alles ist wieder nichts. Aber letztendlich als Kreis betrachtet, ist es alles gleichzeitig. Dann wird es zu was nicht denkbar. Und die Systemgrenze nicht thermisch isoliert ist, also nicht adiabat, da haben wir schon unser Ad, unseren Dunst, mein Dunst, ist ein Aufblühen. Weibliche Du. Genauso ist es. Darum heißt es auch Spaten. Ja, SW. Unsere Schwelle. Nur genau. unmittelbar an der Systemgrenze hat der Wärmegriff für die Erscheinungsform der Energie eine Bedeutung. An der Systemgrenze, das ist die Nulllinie. Es spielt sich ja alles auf und ab um diese Nulllinie, um den Nullpunkt jetzt, wenn wir statt der Linie einen Punkt setzen, um den Punkt herum ab in der Peripherie. Außer HAL und innerhalb der Systemgrenze ist diese Energieform nicht mehr registrierbar. Sie äußert sich deort in einem geöffneten Ort. Als innere Energie.
Das heißt, alles, was du dir außerhalb ausdenkst, ist eigentlich ein Herausdenken deiner inneren Energie. Genau. Gut. Das war jetzt, also jetzt können wir natürlich bei den kommen. Gibt es jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, dass man hier zum Beispiel, wo ich immer wieder darauf hinweise, man kann eine I und eine Waff zwischen zwei so Hauptkonsonanten reinsetzen, dann kriegst du, wenn man I reinsetzen, hin. Und das heißt jetzt ihr Leben, das Leben der Geistesfunken. Ja. Dein Leben ist die Wärme, ich könnte jetzt sagen, deine Herzenswärme, wenn du dich in Bewegung setzt, du kannst dich natürlich auch in Wallung versetzen, wenn du überkochen, zu überkochen drohst. Magst du, wie die Worte jetzt schon langsam eine Bewegung kriegen? Nein. Gut, das lassen wir jetzt einmal stehen. Was mir jetzt wichtig ist, unser Rechem. Diese Gebärmutter wird jetzt ganz, ganz interessant. Setzen wir jetzt ein Im dran. Die Im-Endung heißt jetzt erst einmal hier die Gebärmutter des Meeres. Mhm. Ja. Yom. Im. Im. Ist aber auch eine duale, immer dran denken, dual. Ja. Eine duale Mehrzahl, dann heißt es ja zwei Gebärmuttern, zwei Matrix, das lateinische Wort. Ja. Mathe, ich rede immer von Matrix 1 und Matrix 2. Ja. Eine genau. Matrix 3 gibt es nicht, das ist nämlich die Synthese. Ja. Wachstumsstufe 1, Wachstumsstufe 2 und dann kommt die Synthese, die Wechseljahre. Ja. Ja. Du wechselst nämlich dann Shin und He von dem Schlaf in die Wachheit. Ja. Das heißt, jetzt hast du mal Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid. Da haben wir wieder den Brunnen. Ihr Brunnen ist herzrot geschrieben, das Innere. Innere, ja. Ist der göttliche Geist. Ja. Die Buchstabe. Ja. Okay, das ist das Spiel. Mhm. So, und jetzt können wir, nachdem wir das jetzt angeschaut haben, das war jetzt mal nur ein kleiner Einstock vom Prinzip, machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen mal dieses Rechem, suchen wir, wo kommt dieses Wort vor in der Tora? Beziehungsweise im Tenach, im ganzen Tenach. Und jetzt ist hier, Redo weiß, jeder, der sich damit auskennt, man kann jetzt, wenn man das eingibt, wenn nicht so viel gefunden, da kannst du jetzt hier zusätzlich noch Waff, J und He, wenn mit dem Wort ein Waff, ein J und ein He verbunden ist. Was heißt das? Es heißt ja oft nicht nur die Gebärmutter, wenn ich jetzt, das heißt ja nur Gebärmutter. Wenn jetzt hier zum Beispiel die Gebärmutter da steht, dann ist ja ein, hängt unmittelbar vorher ein He. Wenn ich da das He angibt, wird das He mit berücksichtigt, der zeigt also auch hier mit He an oder ein J. Oder ein Waff. Und das sucht jetzt ganz einfach einmal her, dass wir da uns nicht so arg verlieren und dann finden wir das 93 Mal. Und was mir jetzt wichtig ist, da kommt jetzt zum Beispiel in dem 2018, kommt das Wort Solo stehen vor. Da heißt jetzt zum Beispiel ihre Gebärmutter. Genau. E am Ende, Suffixende. Ja. Nochmal ihre Gebärmutter. Seine. Was wir uns jetzt anschauen, sind eigentlich nur zuerst einmal die zwei. Okay. Seine. Das ist jetzt schon mal, wenn wir jetzt das anklicken. Und ihre männlich. Okay, dann lesen wir zuerst den deutschen Vers. Mhm. Und Josef eilte denn seinen Innersten und wurde erregt über seinen Bruder und suchte einen Ort, um zu weinen. Und er ging in das innere Gemach und weinte das selbst. Das ist die deutsche Übersetzung und das schauen wir uns jetzt einmal sehr genau an. Okay. Bevor wir da anfangen, du wirst merken, da kommt das Wort Gebärmutter gar nicht vor. Mhm. Wir haben jetzt hier das Rechem mhm. und da haben wir dieses Suffix dran hinten. Ja. Intellektuell aufgespannt. Eine Gebärmutter, die intellektuell aufgespannt wird. Mhm. Klassisch wird es übersetzt, sein Gefühl, seine Barmherzigkeit, sein innerstes Mitleid, Erbarmen, Gnade, Liebe. Dieses Mitleid, das Erbarmen, das Wort ist eigentlich, steht gar nicht dabei, das wäre Rechenim. Genau. Laut Wörterbücher. Ja. Dieses Suffix macht Folgendes, die zwei unten komme ich auch noch ganz kurz, wir lesen das von rechts nach links, wir können das auch von links nach rechts lesen. Das ist ein Suffix, du siehst jetzt, das ist ein reiner Suffixbegriff, seine XXX Plural. Ich habe das hier schon mal, wenn wir die Besitzverhältnisse in der Elementargrammatik machen. Ja. Schau, das, der Zus heißt der Pferd, J am Ende mein Pferd, dein Pferd, ihre Pferde, das ist jetzt hier wichtig, wenn du die
JM-Endung hast, hast das seine, da steht zwar nur Pferd, aber das vorhergehende Wort XXX Plural bedeutet das, ja. Wird dann zu Plural. Und zwei Gebärmutter, seine beiden Gebärmütter. Ne? Bingo, Redo. Ja, klar. Genau das wollte ich jetzt hören. Das heißt eigentlich genau genommen deine beiden Gebärmuttern. Genau. Das ist Matrix 1 in deinem Leben, das du jetzt liest in dem Buch. Ist es praktisch von dem, wo du das Buch aufschlägst, bis zur Pubertät, ist Matrix 1. Ja. Wenn ich jetzt das so stufe, die Matrix 2, wo du dann Geschlechtsreife kriegst bis zu den Wechseljahren, ist Matrix 2. Ja. Weiter runtergestuft, wir haben ja 3x3 Wachstumsstufen, ist es im Mutterleib und dann, wenn du rauskommst. Ja. Okay, ich könnte jetzt sagen, vor Jesus und nach Jesus. Ja. Ich rede jetzt nicht von dem Christus vor 2000 Jahren. Mhm. Ich könnte sagen, vor Holofeeling und nach Holofeeling. Ja. Okay? So, und wir schauen uns jetzt das einmal an, den Vers. Und das gehen wir jetzt einmal Wort für Wort durch, und zwar etwas genauer. Und wichtig daran denken, es reicht, wenn wir rot-blau lesen. Das heißt, das erste 30 ist Licht. Mhm. Immer die Verszahlen bedachten. Da heißt jetzt als allererstes, und Josef eilte dann zu seinem, denn sein Innerstes wurde errückt über seine Brüder. Wir schauen mal, was da eigentlich nach normaler hebräischen Grammatik, wenn wir die Punktierung wegmachen, ja, was da steht und wie übersetzt wird. Also da ist das einmal, und er ist eilte herbei, er stallte, er beschleunigte. Ja. Schon verkehrt, Waff J als Vorsilbe ist eine Imperfektvorsilbe und das heißt, und er oder es wird, soll, ja, kann. Ja. Es ist perfekt gesagt und es ist aber imperfekt. Ja. Gut? Mhm. Die Radix alleine ist das da mal vom Berg, das heißt vom Berg, einzeln übersetzt, M als Vorsilbe. Etwas kaufen, als ganzes Wort gelesen, etwas erwerben und jetzt ist ganz interessant, den Brautpreis bezahlen. Ja. Du musst für alles bezahlen. DN heißt Urdan. Die geöffnete Existenz ist zuerst einmal ein äußeres BR. Ja, aus. Das äußere, eine polare Berechnung ist die Schöpfung einer aufgespannten Erscheinung. Zeichen. Ja. Diese aufgespannte Out bist du, ja, selbst. Und das ist das Selbst, das du dir jetzt ausdenkst, ist das Wissen im Spiegel, das dir raumzeitlich erscheint, wo du dich eine Facette, wo du eine Facette draus wirst. Ja. Okay? Ja. Und jetzt ist es das natürlich, das Brautpreis bezahlen, ein Eilen, ein Herbeieilen, eilig sein, Eile. Das Nichts wird auseinandergeschmissen, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. So könnte ich jetzt das in einem gewissen Maß sagen. Ja. Darum heißt die auch, schau von Weg von dem Berg. Ja, komm weg den Geist. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, aufgespannte Intellekt wird zu einer Gestalt geworden in wahrgenommenen Berechnung oder wird ein Berg ein Wellenberg. Ist natürlich nur sehr einseitig. Ja. Aber wir bleiben mal und er eilte. Wir können das Eilen, nämlich Ei mit 70 schreiben, dann haben wir einen Trümmerhaufen, der auseinandergeschmissen wird. Ja. Dieses Wort heißt Eile, dann heißt und er wird. Ja. Zu einem Trümmerhaufen, der auseinandergeschmissen wird, das ist doch eine gestaltgewordene, wahrgenommene Berechnung. Absolut, ja. Absolut. Als nächstes der Josef. Ja. I-O-S-F-B-H gelesen. Da haben wir schon sucht die Schwelle. Da haben wir schon die Schwelle. Ja. Intellekt aufgespannt wird zu einem raumzeitlichen Wissen. Und das ist, ja, immer eine Gedankenschienwelle, eine logische Welle. Ja. Das ist der Josef. Ja. Hinzufügend fortfahren, hinzufügend, er fährt fort, er setzte fort, er setzte sich selbst in einen F-Ort, in eine Facette, als erweckte Erscheinung. Ja. Gut, dann haben wir die KI. Mhm. KI ist das einmal unlogisch, das ist immer das, denn weil so, ja, diese Umformung, sie bewegt, gerührt, erregt wurden. Sie wurden erhitzt, sie fangen an zu brodeln. Mhm. Jetzt schau mal, was da steht. Denn sein Innerstes wurde erregt. Das ist schon irgendwie richtig. Wenn man das aber genauer anschauen, die Grundradix hier drinnen, die da drin steht. Ja, das ist aber bitter. Das ist ein Tropfen. Bitter. Ein Tropfen. Ja. Der Tropfen übrigens, da ist ein Tet mit drin, wenn wir das Hebräisch anschauen. In die Hologrammatik gehen, ist die Bitterkeit, die Myrrhe. Bitter.
Wie in mir sind zwei Erscheinungen, die erweckt werden. Ja. Aber es ist auch der Priester. Mhm. Priester, rot geschrieben, da gibt es blaue Priester und die roten Priester. Der rote Priester, der Fischer, der Menschenfischer, der wirft seine Fischernetze aus. Das ist das Vorhergehende, was wir gerade im Chat gehabt haben. Ja. Ich sprich da ganz kurz rein. Ganz kurz, bevor wir hier jetzt, habe ich diesen Eintrag reingestellt. Mit der Forelle. Ja. Schumanns Forelle. Mhm. Na, was ist jetzt los? Halt, verkehrt. Jetzt bin ich rausgerutscht. Kleinen Moment, den wollte ich hier. Lohn habe ich keinen drauf, brauchen wir nicht. Vor Fischer Dieskau. Mhm. Und das ist jetzt ganz interessant, das ist der Fischermann. Mhm. Kurz vorher der Eindruck vor diesem Gespräch. Gesehen, ja. So, jetzt brauchen wir den wieder und dann muss man da wieder zurück. Immer wenn er umgeschalten ist, da müssen wir her. Das heißt also hier dieser Priester, wir haben Priester, die Frucht, da, wo ich mich versteckt habe, das bist letztendlich du selbst als Geistesfunk, weil ich ja jetzt in dir bin. Das absolute, absolut Innerste von dir selbst. Ja. Das ist das JCH, ICH, dann kommt das blaue Ich und das sind wie Zwiebelschalen, baut sich das auf. Ja. Gut. Jetzt können wir hier natürlich reingehen, das heißt wie die Bitternis. Ja. Dann haben wir als nächstes haben wir uns jetzt schau, seine Gefühle sein. Jetzt kommen wir zu diesem Wort, sein Innerstes. Mhm. Aber das heißt eigentlich hier seine Gebärmütter. Genau. Ja. Das ist hier, du merkst, man biegt das schon hin, das ist weg von der normalen Grammatik. Ja. Und man sagt immer, die Gebärmutter ist eigentlich das Innere, das ist sehr übertragen. Jetzt wird es interessant. Dann kommt hier dieses L ist nichts. Ja. Es ist nichts. L heißt jetzt erst einmal nichts. Dual. Dual. Ja. All heißt nichts. Heißt aber auch hinzu. Ja. Weil alles wird wieder hinzustreben zu dem Nichts. Jede Gedankenwelle, die dual aufspannst, wird zwangsläufig wieder in sich zusammenfallen. Und jetzt kommt sein Bruder, seine Brüder, Mitbrüder, neue Verwandten, Genossen, Nächsten, Mitmenschen. Das ist der Bruder, seine Brüder. Nicht sein Bruder, sondern seine Brüder. Ja. Korrekt übersetzt. Ja. Er richtet sich über seinen Brüdern. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt mach einmal der Josef, wisst mehr, das sind die Schwellen. Mhm. Intellektuell aufgespannte Schwellen, das ist der Josef. Ja. Und über seinen Brüdern, über Polar erweckt, U-schwingend Polar erweckt. Über seinen Brüdern. Mhm. In diesem Wort steckt aber auch Chi drinnen. Mhm. Wenn wir das imperfekt lesen. Werde lebendig aufgespannt. Ich werde lebendig aufgespannt. Ja. Okay, die Schöpfung ist sein Leben. Sein Leben, genau, kann man auch lesen. Ja. Diese Schöpfung ist sein Leben. Ja. Als nächstes. Und er suchte, trachtete, forschte, spürte, forderte, begehrte. Er suchte sich etwas aus. Denk Creatio ex nihilo. Mhm. Creatio ist die Wahl, die Auswahl aus dem Nichts. Ja. Das Nichts, rot geschrieben, das du selbst bist. Ja. Aus was wählt ein träumender Geist eigentlich was heraus? Wo kommt es her, was ein träumender Geist sich ausdenkt? Aus ihm selbst, aber der träumende Geist als Ding an sich ist ja ein absolutes Nichts. Ja. Das ist die Creatio ex nihilo. Du wählst aus, ich könnte jetzt sagen, aus Gott, aus dem tiefsten Innern, aus deinem Internet und machst dann einzelne Bilder, die du hervorholst. Ja. Da ist die Grundradix. Eine affine Logik oder polare affine Logik. Immer drängen beim Affen, bei unserem Kopf, was ja auch Affe heißt. Da steckt die Affinität, der Effekt. Da ist dieses FF, diese zwei Facetten. Ja. Den Wellenberg und Wellendahl.
Das ist jetzt immer die klassische Übersetzung im Judentum. Er spürte, er forderte, er wollte, er begehrte, er suchte aus. Jetzt hast du es auch das Spreu, die Spreu vom Weizen trennen, SB, ja. SBR, da steckt das Geheim, das Sprechen, ja. Das Sefer und so weiter. Der Strohhalm, jetzt haben wir SDR, ist das Geheimnis. Ja. Das Buch ist das Geheimnis. Ja. Ich spreche nur Sachen an, ist wirklich so, wenn ich sage, es wird ein 400-Seiten-Buch. Das ist nämlich der Stroh. Ja. Das Geheimnis, von augenblicklichen Wahrnehmungen. Oder widerlegte augenblickliche Wahrnehmungen. Das ist zwangsläufig die Spreu, die du um dich herum aussprichst, weil die eigentlichen Kanne, das Wesentliche, in die Scheue, in euer, Shin euer, in den Logos wieder zurückgeholt werden. Ja. Jetzt machen wir das nächste, um zu weinen. Immer bei dem Weinen denken, Waff ist doppelt aufgespannt, unser W, du kannst dieses W einen, wenn du weißt, dass du All bist, dass du Gott bist, dieses Nichts bist, aus dem dieses W blau gelesen herausspringt. Du musst dieses W wieder einen, das ist Weinen. Ja. Man kann das positiv lesen, was ich jetzt gemacht habe, oder man kann das negativ lesen. Ja. Wenn ich etwas beweine, BW, wissen wir, heißt das Innere. Im Inneren einen. Ja, ja, BW, ja. Okay? Ja. Also immer, zuerst einmal die Kunst, ich muss mir bewusst machen, ob ich was beklatsche, ob ich es positiv sehe oder ob ich mich drüber aufrege. Das ist jetzt immer in der Politik, wo ich sage, das Einzige, was ich zurzeit von dir fordere, du sollst einen Zustand kriegen, dass dir auffällt, wie du sehr einseitig orientiert gewisse Strömungen rechts oder links, Meinungen der Verschwörungstheoretiker, die du aus das Buch heraus, aus das Internet heraus kennst, oder die Meinungen, die offiziellen Meinungen, die hinderlichen Meinungen der sogenannten Qualität, da steckt die Qual schon mit drin. Die quälen dich mit Hirngespinsten, die dir Angst machen, weil man Geld damit verdienen kann. Aber wichtig, es geht nicht um eine Schuldzuweisung in Bezug auf die Gedanken oder die Menschen, die du dir ausdenkst. Du musst irgendwann einmal sagen, ich nehme alle Schuld auf mich, wenn ich mir das nicht ausdenke, existiert es doch gar nicht. Ja. Wieso wiederholst du immer wieder dieselbe Scheiße, weil du im Shinoni lebst, im Schlaf lebst und das noch zu lernen hast, dass du auch die Freiheit hast, was vollkommen Neues zu denken. Aber dieses vollkommen Neue kriegst du erst mit einem neuen Programm, wenn du unsere Computermetapher benutzt. Erst der Computer mit neuen Programm und neuen Daten kann vollkommen neue Bilder aufbauen. Ja. Und jetzt sage ich immer wieder, du bist ja an Gott angeschlossen, durch Holofeeling, ans Internet angeschlossen. Du hättest doch die Freiheit, einmal andere Sichtweisen, auch vollkommen andere Internetseiten aufzumachen. Aber dein Zweiter lässt dir das gar nicht einfallen, dass du das tust, weil der schön auf den Gleisen seiner Logik bleibt. Im Gegenteil, soll dir mal von mir ein Impuls kommen, dass du was Neues kriegst, wirst du das sofort als unlogisch oder böse ansehen und bekämpfen und sofort wieder vernichten wollen in deinem Kopf. In diesem Darstellenbewusstsein. Okay? Wir haben jetzt also dieses Beweinen und die Tränen vergießen. Und es beginnt schon mal vorne mit Leb. H-R-Z. Das ist Leb. Lichtpolarität, HR ist rot geschrieben in deinem Innern. Darum ist das nächste, wenn man wieder die Zweierradix macht, immer in Zweierschritten durchgehen. Bak heißt in dir. Ja, das liegt in dir. Das rote Herz in dir und außen sind die aufgespannten Erscheinungen. Oder verbunden im Immerseinden, wenn wir das rot lesen. Das Licht in dir ist wie verbunden im Immersein. Jetzt habe ich es rot gelesen. Ja, ja. Oder kannst du auch das äußere Licht, diese Polarität, ist wie eine aufgespannte Erscheinung. Jetzt habe ich es blau gelesen. Und KUT ist ja auch noch Curtis war beschneiden. Richtig, im Englischen ist Cut, heißt abschneiden. Ja. Das ist jetzt, wenn ich sage, wir können jetzt die Sprache noch mit dazu machen, aber jetzt hast du mal die Grundradix, die in Rot-Blau lesen. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Zahlen müssen wir noch gar nicht eingehen. Jetzt kommt es, und er kam, Bar heißt der Kommen. Kommen. Die polare Schöpfung. Aufgespannte Intellekt ist immer eine polare Schöpfung. Blau gelesen. Aufgespannte Intellekt ist eine polare Schöpfung. Ja. Juden übersetzen den und er ist kam und es kommt, es kam, es ging, man ging hinein in diese Schöpfung, trat ein, kehrte, fuhr, zog drauf ein. Da kann man jetzt jedes wieder setzen und er ist brachte, bringt etwas darbringen, die geöffnete Berechnung. Ja. Heißt ja dar. Ist unsere Generation hebraisiert, DR? Ja.
Übrigens RD rückwärts, die Radix heißt dann hinabsteigen, über den Jordan gehen, die Traumwelt gehen. Örtisch werden, IRD. Ja. Dann herbei, ganz da herbeischau, ist jetzt die wahrgenommene Berechnung? Im Nichts. Im Nichts oder Polare Trümmerhaufen, 1,70 ja. gelesen. Ja. Der Berg kann ich auch lesen. Ja. Haar. Ja. RB ist die Vielheit. Das ist diese ganzen Spielereien, kannst du durchgehen. Okay? Nächstes Wort. Zum Innenraum. Zum Innenraum. So übersetzen es Juden. Das ist immer, der Innenraum ist immer die Geburt im Meer. Und das ist ein Schlafgemach. Ein Mediziner in deinem Kopf nennt es Thalamus auf Lateinisch. Der Thalamus ist, wo all deine Rezeptoren, sämtliche, jetzt kommt die Symbolik der Medizin. Der menschliche Körper ist voller Rezeptoren, Empfänger. Das sind die Zäpfchen im Auge, das sind die in der Cochlea, die kleinen Härchen, die Bunde, wo die Bewegungen in elektrochemische Signale, die Schallwellen in elektrochemische Signale umgewandelt werden, die Rezeptoren, wenn die Lichtwellen, die angehen, ich rede jetzt naturwissenschaftlich, von außen angereizt werden, diese Empfänger, die wandeln das in elektrochemische Signale um, dann hast du auf deiner Haarhaut, hast du Rezeptoren, die Signale, Nervensignale hochsetzen, all diese Rezeptoren, die von den fünf Sinnesorganen, die du dir jetzt ausdenkst, auch die Geschmackspartikel auf deiner Zunge, all diese Nerven landen alle im Thalamus im Gehirn laut den Medizinbüchern. Bis auf eine Ausnahme. Vier Stück. Nämlich dein Geruchssinn. Die Nervenfasern in der Nase, Geruch, der geistige Geruch, der geht sofort ins limbische System. Und das limbisch beginnt schon das Licht. Ja, das Licht des Meeres. Was auch immer das jetzt sagen soll, da müsste ich jetzt so weit ausholen. Das heißt, dieser Innenraum, das Schlafzimmer, das ist diese Radix, das Schlafgemach, das Cheder, ist Talmud-Dora-Schule. Das nennt man auch dieses Zimmer, Cheder nennen die Dora-Schule, ist eigentlich ein Schlafgemach. Es ist aber auch ein Frauen, Thalamus heißt eigentlich im Lateinischen ein Frauengemach. Das Innerste, in dem Frauengemach, das ist der männliche Geist, der hüllt sich jetzt erst einmal mit dem Frauengemach ein. Ja. Mach heißt übrigens Gehirn, G ist Gehirn und Mach ist das hebräische Wort mit einem Waff dazwischen von Gehirn. Ja. Jetzt wenn ich sage, ich bin erst einmal dein innerster Intellekt, dann heißt es auch vom Bruder. Ja. Ja. Weil alles, was in deinem Gehirn auftaucht, hast du jetzt erst einmal von deinem göttlichen Bruder. Ja. Das, was auftaucht, ist das blaue Ich, was du greifen kannst. Der, der sieht, ist das rote Ich. Und das, was dein blaues Ich hat, hast du vom JCH. Wenn wir das jetzt wieder aufteilen, haben wir zuerst einmal JD. Das ist die Endradix von Eckhart, ja. Der männlichen Eins. Ich werde zu JD, zu einer kollektiven Öffnung. Wenn ich mache, ist es geschlossen. Darum ist es auch die Kurzform von Eins männlich. Und das heißt auch die Spitze. Immer dran denken, wenn du auf der Spitze stehst, am Gletscher, dann musst du balancieren. Du darfst dich nicht nach vorne beugen, nach hinten beugen, nach rechts, nach links beugen, diese Balance halten. Ja. Das ist also hier dieses Jetty, die Spitze. Und du hast jetzt wieder, hier ist immer der Kopf der Quintessenz, rot gelesen, oder eine berechnete Wahrnehmung, dann haben wir hier eine kollektive Öffnung, ist immer eine berechnete Wahrnehmung. Genau. Das spielt jetzt, das kippt immer in Positiv und Negativ um. Ja. Aber das passiert in deinem Innenraum, in deinem Schlafgemach, im Thalamus, mhm. im Gehirn. Und er ist weinte, er beweinte, er vergoss Tränen. In seinem Namen dorthin, dort das selbst, ersetzt ihn, du merkst, es wird jetzt schon wieder komisch, wenn man das so lesen tut. Wir lesen nochmal das Deutsche und er ging in das innere Gemach und weinte, er einte das selbst. Er einte sich selbst. Mhm. Eigentlich heißt es, er weinte seinen Namen. Mhm. Scham heißt ja, dort ist die Wahrnehmung. Ja. Wenn wir das dort rot machen, ist es ein geschlossener Ort. Wenn wir es blau machen, ist eine geöffnete oder ist eine geöffnete, erweckte Erscheinung und es wird deine Wahrnehmung.
Jetzt pass auf. Und das er muss sein. Bitte? Ja, so, sorry, wenn ich schnell. Man könnte ja, das H ist ja auch immer in Richtung auf etwas hinweisend. Richtig. Dort, der Name dort, oder? Genau so ist es. Ja. Sein dort, kann man auch lesen. Ja. Ja. Ihr, das ist jetzt die Freiheit, wir halten uns das dann mal an die Regeln. Jetzt kommen wir im Vers 31. Ja. Und er wusch sein Angesicht und kam heraus und bezwang sich und sprach, traget Speise auf. Mhm. Klingt ganz gut, schauen wir mal, was da steht. Also und er waschen. Da haben wir schon Asch, das Feuer. Ja. Baden, badete, waschend, waschen. Dieses Wort beginnt wieder mit unserem Ruch. Genau. Das heißt, dieser Kopf, diese Kopfkollektion gebiert. Ja. Waschen ist ja ein Akt, dass ich mit Wasser besprenge. Ich besprenge mich mit Wasser. Mhm. Das, wenn ich jetzt zum Beispiel badete, ist natürlich schon wieder Vergangenheitsform. Er ja, badet, ja, heißt es eigentlich. Dann haben wir BA, die polare Schöpfung. Mhm. Wenn ich badet schreibe, habe ich auch BAD im Dunst. Mhm. Denk an den Ad am. Ead, ja. Ist das jetzt? Eddie heißt mich jetzt. Ja. Im Adam ist das jetzt. Ja. Mir geht es eigentlich um dieses Wort. Er wusch sein Angesicht. Das ist absolut verkehrt übersetzt. Wir wissen, Angesicht heißt Panim, Inneres heißt Penim, ausgesprochen. Ja. Da steht weder Panim noch Penim, sondern wir haben zuerst einmal das Radix Ben und Ben alleine ist zuerst einmal ein Aspekt. Aspekt, genau. Ja. Aspekte. Jetzt hast du auch die Kurzform Pan ist eine Ecke. Ja. Wir wissen, drum heißt es auch damit nicht, nur das nicht. Sonst könnt ihr ja, denn Wissen als zwei Existenzen gesehen, ist ein Aspekt, den du anschaust, ist eine Welle, wo du aber nur eine Seite anschaust. Ja. Wir wissen, ja, das nochmal als Suffix heißt seine Aspekte. Genau. Und er wusch und badete seine Aspekte. Genau. Er reinigte. Ein anderes Wort könnte man dazu schreiben. Baden. Er reinigte, er in diesen Kopf einigte er wieder seine Aspekte. Ja. Jetzt ist nämlich interessant, dass Benny alleine gelesen. Waff als Endsilbe heißt ja sein. Nein. Männlich. Benny wird meistens übersetzt im Hebräischen als Oberfläche. Ja. Das heißt, sagst du mal, das ist jetzt schon verkehrt, die Gesichter, weil Gesicht wäre Benim. Ja. Das Aussehen vor. Sagst du mal, wird diese Radix übersetzt zeitlich und örtlich vor. Ja. Ich stelle etwas vor mich hin, vor mir. Ja. Das ist Hebräisch korrekt nach Wörterbüchern. Ja. Das ist das, was ich nach außen sehe. Und alles, was ich nach außen sehe, muss ich ansehen. Aber wo ich sehe, das ist meine geistige Sicht. Genau. Ja. ANG heißt übrigens Hebräisch, da ist die Radix von Angst, negativ ist die Freude. Lebensmut, Verlust, ja. Das ist, jetzt kriegst du eine Freude ins Gesicht für jeden Aspekt, den du zu sehen bekommst, weil du neugierig warst auf was Neues. Wir wollen ja nicht immer die alte Scheiße wiederholen. Ja. 70, 50, 3 geschrieben heißt Freude. Ja. Blau gelesen wird es dann zu Angst. Ja. Mein Aussehen, meine Person ist schon Blödsinn. Mein Aussehen und dann doch wieder, weil wenn ich an mich denke, denke ich zuerst einmal an die Person, das ist jetzt hier wichtig, die Vorderseite, die Oberfläche. Genau. Die Oberfläche ist deine vordere Seite, wo immer eine hintere Seite dazu gehört. Ja. Immer daran denken, wenn ich nach oben eine Wolke anschaue, denke ich nicht an das unten. Eigentlich bin ich die Mitte. Wenn ich nach rechts schaue, denke ich nicht an das links. Was aber das rechts ja automatisch das vor mir wird. Mhm. Aber wird nicht das links vor mir, wenn ich nach links schaue? Das ist das, wo ich sage, egal in welche Richtung du schaust, du setzt im selben Moment eine Kehrseite, die dir verkehrt erscheint. Ja. Du hast es auf, über, gegenüber, gegen, vor. Mhm. Auf der Oberfläche. Ja. Das heißt, auf deinen, das ist deine Gedankenwellen. A und B ist der Schöpfer, die Schöpfung, und DR generiert die Oberfläche. Ja. Die generierte Oberfläche von Tier, weil du ja immer noch einen einseitigen Intellekt zum Denken benutzt. Dann ist ja das seine Oberfläche. Ja. Die wird gereinigt. Ja. 31. All.
Große Implosion. Ja. Dieses System funktioniert in Kleindaten, steckt in Einzelwerten, steckt eigentlich alles schon in der 31 drin. Alles. Der JZ im RJZ. Da ist doch noch der Pfeil drin, da der JZ. Das kommt doch jetzt erst. Okay. Den wollte ich doch hier noch machen, das Waschen. Das ist ganz wichtig. Danke, Redo. Das ist, ja. Dieses JZ ist der Pfeil. Das sagt jetzt natürlich im ersten Moment einmal gar nichts. Doch, hast du dich gedacht, oder? Dieser Pfeil, dieses kollektive Gebot, ein Pfeil, ein Blitz, das ist das stochastische Denken. Man muss wissen, da können wir jetzt ganz kurz da rein. Wenn man jetzt nämlich dieses JZ, wir schauen mal an, was da der Redo reingeschrieben hat. Gib kollektive Geburt Pfeil. Ein dünner Stecken mit Spitze. Der mit einem gespannten Bogen in ihm ist eine geistige Gestenk abgeschossen wird. Aus 1 wird 2, du hast ja ab nicht nur vorder, sondern dann auch aufblühen. Deine logischen Gedanken sind wie Pfeile. Ich sage immer wieder, es ist die Richtung, den Blickwinkel, den du einnimmst. Wenn du nach rechts schaust, kriegst du jetzt was zu sehen. Und wenn du nach links schaust, ändert sich das Bild auf der VR-Brille. Denk immer an diese Metapher mit dem Computerspiel. Ja. So wie du mit dem Joystick die Bilder auf der VR-Brille veränderst, sagst du mal, du kannst nach rechts, nach oben, du kannst aus der Wohnung rausgehen, du änderst ja nur immer ständig die wechselnden Bilder. Ja. Genauso veränderst du auch die Sachen durch deine Interpretationen. Ja. In einem feinstofflicheren Bereich. Ja. Mit deinem Wollen oder Nicht-Wollen wird sich das auch verändern. Das sind auch Eingaben am Joystick. Wenn du negativ reagierst, wirst du nämlich andere Bilder in deinem Kopf kriegen. Andere Interpretationen. Was hier aber wichtig ist, jetzt wieder den Trick anwenden. Du kannst immer zwischen diesen zwei Sachen ein Waff oder ein J dazwischen machen. Wenn du jetzt hier ein Waff dazwischen machst, kollektiv aufgespannte Geburt, das ist aufgespannt, wenn du in einer Partei, in einer Sekte bist, was ich schlichtweg Faschismus denke, in einem Bündel einer Glaubensgemeinschaft, ob rechts oder links, dann kriegst du ein ganz, ganz bestimmtes Außen. Damit sind übrigens die Straße wieder. Ja. Da hast du eine gewisse Rasse. Ja. SDR. Asse haben wir Esse. Tun, machen, handeln. Ja. Das ist dann ein widerlegtes, blau gelesen, ein widerlegtes Handeln. Asse ist ja gleich Esse. Ja. Das ist DR außen. Das bedeutet draußen. Draußen ist das, wo du dich hinrichtest in deinem Blickrichtung, in deinem Winkel. Egal, wo du hinschaust. Ja. Dir erscheint es ja, es ist da außen. Egal, ob du jetzt auf der VR-Brille immer hier und jetzt die Bilder verwechselst und sagst, jetzt schaue ich nach oben. Das Bild nennst du zum Beispiel, wenn du Wolken auf deiner VR-Brille hast, sagst du, das ist oben. Wenn du einen Boden auf deiner VR-Brille hast, dann sagst du, das ist unten. Wenn du auf einer Bergspitze stehst, könnte ich sagen, schaust du die Wolken und sagst du, das ist oben. Schaust du ins Tal rein, sagst du, das ist unten. Ja. Da haben wir ja diese Schöpfung außer... Außen, A, U, B, die Schöpfung und aufgespannte Polarität. Du bist die Mitte. Du musst irgendwie irgendwann begreifen, dass es keinen Sinn macht, einseitige Ziele anzusteuern. Ich will übrigens jetzt ganz, ganz kurz mal was machen, was ich jetzt absichtlich die ganze Zeit vermieden habe, was dir gar nicht aufgefallen ist, wenn wir da jetzt hinschauen. Die Straße, das Außen, das außerhalb DR. Die Generation, geöffnete Berechnung, ist die Beschwörungskunst, A, U, B, tausendmal erklärt, die zu existieren anfängt. Und das erscheint dann außer H-Alb. Außer H-Alb ist diese Polarität. Und was ich gesagt habe, was jetzt die ganze Zeit nicht existiert hat, war auch diese kleine Tabelle auf der rechten Seite. Das musst du natürlich beherrschen. Schau damit schon mal, wenn man immer Einsen und Nullen, Zehner und Hunderte Ebenen kannst du ignorieren, wenn du die Ziffern siehst. Da hast du jetzt schon mal die 86 UB gebiert. UB ist der Geburtsgeber, die 90. Drum ist der Pyramidenwert 126, das heißt ein Jahre. Wir können natürlich auch einen affinen Jahre lesen, wir können natürlich auch wissen, dass 126 Sekunden 1,26, 1 Minute 26, 86 Sekunden sind. Genau. Wenn wir das immer reinstellen, ja. Dann wirst du feststellen, der Abbasch gespiegelt ist dann der Adam, der affine Adam, der Affen-Adam. Die Spiegelungen von intellektuellen Öffnungen, ja. J, da machen wir nur mal die 9, das ist 900 wieder, die große Geburt. Da hast du, der äußere Wert ist J, 10,4 gelesen. Wir können auch 104 lesen oder eine affine Öffnung, du hast den 1, 10, 100er Wert und den 4er Wert.
Wenn du das jetzt machst, wirst du feststellen, das stimmt immer, wenn du das einmal beherrschst. Auch was dann außen und innen ist, was das bedeutet, was der verborgene Wert ist und was der Pyramidenwert ist. Ja. Gut, dann kann man noch Chis machen. Das ist übrigens hier, es ist die Außenseite. Das hebräische Wort heißt das Außen. Das Außen ist das, wo du deine Pfeile hinsetzt, deine Gedankenrichtung, die du nach außen, deine Perspektive, die du setzt, die siehst du aber immer in dir. Okay? Ja. Jetzt machen wir den Chis nur der Vollkommenheit halber, machen wir es mit dem J auch noch. Das ist jetzt zwangsläufig, wenn der kleine Intellekt dazwischen ist, du bist doch die Scheidewand. Nein. Du bist doch das zwischen oben und unten, egal wo du dir was hindenkst, zwischen rechts und links, du bist die Mitte zwischen rechts und links, du Geist des Wohnens, wo du immer nur eine Seite siehst und wo du immer nur eine Seite haben willst. Drum ist es die Scheidewand. Jetzt ist aber diese Scheidewand beginnt mit Qi, das heißt Leben gebären. Genau. Es wird aus der Mitte, wird das Leben, die auseinandergeschmissene polare Existenz, wird Geb, wir haben wieder unsere Welt rauf, runter, unser Geb, gebären. Ja. Darum nennt sich das auch eine Trennwand und extrapolieren. Pol heißt du machen Handeln, der Pol. Ja. Die Polwerte. Ja. Das ist im Hebräischen, wenn man jetzt reingeht, da gibt es ja hier unsere Grundmodelle. Ja. Wir kommen dann später vielleicht noch, wenn wir so weit kommen, zu einem Hitball. Ein kleines Wort, er reinigte. Das passiert mit Holofeeling. Du einigst alles, was du dir ausdenkst, reinigen wieder in dir. Drum ist ja eine Verneinung, ich könnte jetzt das F mit einem V mit einem F setzen, klingt ja gleich, dann habe ich eine Verneinung. Alles, was ich mir ausdenke, ist eigentlich meine Information. Das ist die Verneinung rot gelesen, eine Verneinung. Und Ein um ist nicht existierend verbundene Sein der Geist. Das ist die Verneinung. Blau kann man es natürlich auch machen. Ja. Gut. Mhm. Und jetzt kommt die Geburt der Schöpfung. Und er kann hinausgehen. Hinausgehen, hervorgehen, hervorgehen aus sich selbst. Du kannst immer bloß aus dir selbst herausgehen. Als ausgedachte Figur. Mhm. Obwohl du dann trotzdem im Meer in dir drin bleibst. Die Gedanken werden können das Meer nicht verlassen, sind untrennbar mit dem Meer verbunden, so wie alles Ausgedachte untrennbar verbunden ist mit dem, der sich's ausdenkt. Und du musst jetzt begreifen, dass du die Ursache für deine Gedanken bist und dann doch wieder nicht. Immer zwei Seiten. Als träumender Geist bist du die Ursache für all das, was du dir ausdenkst und dann doch wieder nicht, weil du dir ja nicht raussuchen kannst, was du träumst, weil du als träumender Geist in dem Moment ja auch schon wieder Gedanke bist. Und er hielt sich zurück, er beherrschte sich, er nahm sich zusammen. Er nimmt all seine Gedankenpuzzle wieder in sich zusammen. Er macht sich zum großen Summa Summarum. Ja. Das ist jetzt der Hitball. Ja? Das ist jetzt der Hitball für sich selbst. Ja. Das ist der Hitball. Ich habe gesagt, der kommt jetzt dann gleich. Wir haben noch einige interessante. Das ist der Hitball. Das heißt, wenn wir das rot machen, er fasste sich wieder in sein eigenes Inneres. Er hielt sich wieder zurück. Das ist das einfach mal die Fresse halten. Wenn du wirklich nicht alles raushaust, was dir in Sinn kommt, dass du hier sofort losballerst, jetzt als normaler Mensch und jemanden ansaust und sofort wird er zurückspiegelt und dann schaukelt sich, das schwingt sich hoch. Da haben wir nämlich jetzt, pass auf, die Radix davon. Schauen wir uns das einmal an. Das ist das Saubekopf. Das ist einmal dein geistiger Horizont. Ja. Ich will jetzt nicht auf das Wort Horizont eingehen, aber der Hitball ist sich zurückhalten, sich beherrschen. Ja. Da steckt der Herr schon im Herr. Ja. Im Herr ist das logische Sein. Ich mache jetzt extra mal, was der Hitball bedeutet. Die Passivformen gehe ich jetzt nicht auf alle ein, die Poalformen, sondern wir machen bloß den Hitball. Das heißt, das ist jetzt hier, siehst du, da ist ein Taft davor. Das ist eine sogenannte reflexive Form. Das heißt, alles, was du tust, was du machst, was du bewirkst, tust du für dich, für sich selbst tun. Aber alles, was du, darum habe ich jetzt das so schön geschrieben hier, füreinander. Wir Geistesfunken rot geschrieben sind ein Geist. Und alles, was ich für mich Geistesfunken tue, werde ich auch für einen anderen tun, für andere Geistesfunken tun, weil die anderen Geistesfunken ja auch ich bin als JCH. Der vom Bücherregal steht, ist doch alle roten Ichs. Das bin doch jedes Mal ich, bloß in einem anderen Leben. Ja. Das ist der Hitball.
Das ist der rote Onanis, die rote Selbstbefriedigung. Warum heißt es, ich werde mich zurückhalten und beherrschen in Bezug auf so einseitige Auslegungen? Ja. Das wiederum ist, wir haben unseren TA blau gelesen, die erscheinende Schöpfung ist unser Wachraum. Ja. Die Wache, das Zimmer, die Geburt im Meer, ein geistiges vom Bruder, Gemach, ist ein Wachzimmer. Wenn du wach bist, ein doppelt aufgespannter Bruder, ist immer eine doppelt aufgespannte Kollektion. Und diese doppelt aufgespannten Kollektionen sind immer Wellenberg mit Oberwellen und dazugehöriges Wellendal mit gespiegelnden Oberwellen. Okay. Und das nennt man dann auch hier die Wach, das Wachraum, das Wachzimmer. Im Meer. Als Geburtsgeber im Meer bist du immer wach. Der Wachraum. Und das Wissen ist immer, dort ist das Wissen immer affin. Ja. Ja. Okay? Ja. Nächstes Wort. Und er sprach. Da kann ich immer wieder mal sagen, bei dem Armer, wir haben zwei verschiedene, wir haben Waf-J-D-B-R und Waf-J-A-M-R. Sehr großer Unterschied. Er sagte, er sprach, er pries an, er konnte sagen, lege vor, mache zurecht, setze es wieder ein und stelle es hin, stelle es auf. Bringe hervor, lege zur Last, werfe vor, verhängt, richtet, pflanzt, gründet, richtet, errichtet. Es ist interessant, dass mir auch schon setze etwas ein, stell es hin, stell es hinauf, bring es vor dich hin. Da haben wir Shi, das Geschenk. Shi. Ist diese Grundlage, etwas einsetzen. Aber jetzt ist die Frage, wo setze ich das ein? In die Traumwelt oder wieder in mich hinein? Wo wird es aufgestellt? AUB. In mir oder da außen? Diese zwei Seiten. Das ist das Schimm. Und jetzt haben wir das Lächeln. Traget auf die Speise, da steht eigentlich nur das B-Rot. Setze dich wieder ein als B-Lächeln. Lächeln ist das Brot in den Adern. B-Rot. Das sage ich dann immer wieder nochmal. Wir haben hier, wenn wir diese Wörter anschauen, als Buchstabe weise ich jetzt bloß darauf hin, dass diese drei Zeichen zuerst einmal im Austausch sechs Möglichkeiten ergeben. Was ich immer wieder sage, wenn du jetzt zum Beispiel Cholam hast, heißt es Traum. Ja. Lechem heißt Brot. B, Rot heißt im Adam, weil Rot heißt ja Adam. Ja. Dasselbe Wort hast dann auch, ist die Radix Schweigen. Shin, Waff, meine logischen Verbindungen sind ein eigenes. Schwa. Welch. Schwa. Dann hast du den Traum und so weiter und so fort. Das sind jetzt so kommen wir irgendwann einmal zu 16 Perspektiven. Die drei jetzt im Austausch ergeben zuerst einmal bloß sechs Möglichkeiten. Das führt dich zum Igel. Aber da will ich jetzt nicht so auch darauf eingehen, ich will es bloß gesagt haben, angesprochen haben. Das lassen wir jetzt einmal gut und man trug für ihn, das ist, schau mal, was da noch da steht, er wusch, er reinigte sein Inneres. Mach jetzt das einmal, er reinigte sein Inneres und kam heraus aus dem Äußern und bezwang sich. Er kommt wieder heraus aus dem Äußern, er geht wieder in sich hinein, wir müssen das spiegeln und trägt jetzt das Brot, das im Adam in sich. Das sind diese Geschenke. Im ist übrigens, mal schauen, ob das da drin ist, das Meer. Ja. Der Logos seines Meeres. Ja, genau. Hier Kurzform fürs Meer. So. Und jetzt schauen wir ganz kurz hier den noch an. Und dann lassen wir es, glaube ich, gut sein. Es ist, du merkst, wir sind nämlich, der ist jetzt ganz interessant, das ist der Vers 26. Schon die Kürzel immer muss da was drin sein, was damit zu tun hat. Ja. Und dem Gott deines Vaters. Und er wird dir helfen und dem Allmächtigen und der wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegen, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibs. Macht doch eigentlich so überhaupt keinen Sinn. Wir wissen natürlich, dass der Allmächtige wird ja wahrscheinlich das Wort Shaddai auftauchen. Shaddai. Shad ist ja die Brust und der Dämon. Mein Dämon, die Brüste, sind ja die Shadim, die zwei Brüste. Die männliche Brust, Chasa heißt im Geiste sehen, auf dieser männlichen Brust, also der Brustkorb. Denken wir, den Korb haben wir schon zigfach jetzt erst gehabt in die Selbstgespräche. Baut sich ja dann das Joch auf, die Brüste, die weibliche Brust. Schauen wir da ganz kurz noch rein.
Ja. Hast du mal Segen, Segenwunsch, Segenspruch, Lobpreisung. Bist du aber bei Vers 26? Oh ja. Entschuldigung, wollte ich doch. 25. Entschuldigung, 25 kann man rechnen. 25, ich wollte erst die 25 und dann die 26. Genau, weil dann kommt das Vater. Die haben wir jetzt angeschaut. Genau, pass auf, das ist von dem Gott deines Vaters. Wir wollten jetzt mir die Brüste anschauen. Das heißt, vom Nichts. Von Gott und von nichts. Gott ist nichts. Jetzt wird schon ganz interessant. Das heißt, vom Gott deiner Väter. Das hast du nämlich nicht dein Vater schon mal wieder verkehrt übersetzt. Weil die Dickendung nämlich macht zur Mehrzahl, oder? Ist nämlich zur Mehrzahl. Das heißt, vom Gott deiner Väter. Ja. Das müsste ein Jude müsste aufschreien. Wieso jetzt das ganz wichtig ist, es passiert Folgendes. Die Lesch und Konsorten in der Naturwissenschaft, denen ist überhaupt nicht klar, dass sie eine Tabula Rasa sind. Sie gehen in eine Schule, jetzt mache ich ein raumzeitliches Beispiel, und dann kriegst du was beigebracht. Es war zu allen jetzt ausgezachten Zeiten nicht anders. Ob das eine Religion ist, dein Schwamm saugt sich voll und du bist praktisch ein Computer, der Betriebssystem, Daten und ein Programm kriegt und das verwirklichst du. Und sobald irgendwelche Daten in dich reinkommen, die deiner Logik widersprechen, ist das falsch und verkehrt. Es gilt für naturwissenschaftliche Erziehung genauso wie für religiöse Erziehung. Ja. Das ist ab, ist ja auch das Aufblühen. Das, was in dir, deine aufgeblühten Sachen, die in dir aufblühen, das erste Mal, die wachsen in dich raus. Denk an das mit dem Sämann. Ja. Ich streue einen Samen aus, der Welt, wenn ich auf einen reinen Boden falle, dann kann der Samen so wachsen, wie ich ihn ausgespannt habe. Wenn ich ihn in eine Hecke reinstreue, dann sind da Wurzeln und Dornen, die schon da sind. Das ist dieses Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher, die du dir ausdenkst. Und die ersticken den Samen. Das ist, da wird nur Gegenposition, ich erkläre was dir unlogisch erscheint und dann ist es ein Krampf. Vom Gott deiner Väter heißt definitiv, dass deine Väter auch alle nicht richtig erzogen waren. Jetzt ausgedachterweise. Und er hilft, dieser Gott, dieses Nichts hilft dir, ist er Kinecto, Satz kommt in Du bist ich vor. Ja. Und er wird dir helfen und er wird deine Hilfe, er wird deine Zuflucht, er stand dir bei. Ja. Da haben wir dieses Eser. Mhm. Wichtig, ich will jetzt damit so auch reingehen in Einzelradixen, wenn wir die anschauen. Das ist nämlich die Macht, die Zuflucht, die Kraft, die Festigkeit, der Lobpreis. Was jetzt wichtig ist, ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich lasse das einmal rückwärts übersetzen, das kann man nämlich auch noch, das habe ich jetzt weggelassen, weil mir das gespiegelt immer jedes Mal sehen kann. Er zitterte, er wankte, er bewegte sich. Er wird praktisch lebendig. Ja. Interessant ist diese Radix. Immer jetzt habe ich zwei Radixen nochmal. Okay? Dann heißt es nämlich der Kranz, die Rand. Du siehst jetzt das Schwand, dein Kranz, dein Rand. R-A-N-D, ein berechnete Auf- und Abschwingen. Ich werde auf- und abschwingen. Ja. Ist diese Spiegelung von dem Wort vorhergehend? Ja. Okay? Ist befremdlich für dich, seltsam, ausgeschlossen, ungesetzlich, ausländisch. Wenn wir das jetzt wiederum spiegeln, zurückspiegeln, dann kriegst du das Geheimnis. Geh heim wieder in das Innere. Genau. Ich habe jetzt nur die, Spiegel, 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 gibt einen absolut reinen Kontext. Ja. Das funktioniert mit allen Zeichen. Ich weise darauf hin, wenn du es kannst. Ja. Wenn du lichtgeschwicht denken kannst. Wenn ich jetzt diesen Abschnitt sehe, ich meine ich nicht den Udo, dann ist das alles gleichzeitig in einem Chat. Ja. Das war das am Anfang des Gesprächs, wenn ich dir das mitteile, dann nichts. Das ist wie wenn du versuchst, einer Schimmelpilzkolonie zu erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. So komme ich mir vor, wenn ich mit den Weisen deiner Welt rede, weil das Problem ist nicht, dass sie es nicht verstehen könnten. Die Geistesfunken hinter diesen Masken können das ganz leicht verstehen. Das Problem sind die Filter, der Persona, das Ego. Das manipuliert dich. Okay, und du? Ja. Weiblich ist du. Die Brüste, Schatti. Weiblich ist du. Mhm. Bist mein Teufel. Logisch geöffneter Intellekt. Ja. Schattei. Wird normalerweise ja hier als Allmächtiger übersetzt. Ja. Teuflisch, dämonisch, der Schattei. Ja. Hierhin ganz leicht der Allmächtige. Wieso? Weil es heißt Ani El Schattei. Ich, Ani, bin Gott Schattei, bin des Nichts und ich bin mein eigener Dämon. Ja. Da wird nämlich das Wort Shaddai als Allmächtiger übersetzt. Mhm. Hier auch. Aber das ist eigentlich mein Dämon. Ja.
Ja, klar. Ja. Das sind deine Väter, deine Der logisch Lehrer, deine geöffnet. Erzieher, sind deine, die erzeugen doch letztendlich die logisch geöffneten Intellekt, den du benutzt zum Denken, der logisch geöffnete Intellekt, der für dich allmächtig ist, weil du meinst, du bist allwissend. Genau. Obwohl du doch ganz leicht wissen könntest, dass du eigentlich nichts weißt. Setz dich ans Internet und sag mir, was jetzt da alles kommt, wenn du auf die und die Seite gehst. Du weißt ja nicht einmal, was kommt, wenn du auf ein Wort gehst, wenn du ein Wort anschaust. Komm bloß, das, was du das Wort aus dem Wort machst, das da mal. Denk an mein Beispiel mit dem Wort Krebs. Ja. Mit dem Beispiel rechtsradikal. Mit dem Geist, mit dem Wort Nazi. Und was denkst du beim Nazi? Mit deiner bisherigen Erziehung? Sowas, Nazio ist nur eine Geburt. Du denkst an irgendwas, was du in dem Moment gebierst und es sind ganz böse Menschen der Vergangenheit. Deutsche. Aber hier stolze Griechen und stolze Italiener und deutsche stolze Franzosen, die ich mir jetzt ausdenke, stolze Amis, sind alles Nazis. Es sind einfach Geburten, es sind Menschen, die Geburt auf ihr Geburtsland stolz sind als Trockennasenaffen. Jetzt neutralisiere ich das schon mal. Das ist der Heilungsprozess. Okay, jetzt kommt wieder ganz tolles, er segnete, beglückwünschte. Da haben wir schon, und er wird. Wird dich segnen, Da ja. ist, da steckt, jetzt hast du mal diese Radix drin. Okay, das ist der Segen. Das heißt, dein Segen, wenn man mal das aufgespannte Intellekt ist dein Segen. Aufgespannte Intellekt ist dein Segen, das kauf am Ende. Beglückwünschen, das hast du aber auch verfluchen. Und dasselbe Wort ist das hebräische Wort für er kniete sich nieder. Das Knien ist ganz interessant, das denkt uns, das Knie führt uns jetzt nämlich zu Gone. Genau, Gone, Gone, ja. Kennt ist ja das Fundament. Das Ja, kann. Fundament. Und die Wellen sind eigentlich Ecken, es sind Blickwinkel. Ja. Was du an Sinus draus machst, sind Blickwinkel. Und das ist jetzt ganz interessant. Das Wort wieder in Zweierradixen gelesen, heißt das da mal Bar. Dein Das ist Äußeres, ne? das Äußere. Jetzt können wir gleich das einmal Spiegel lesen. Dann kriegst du hier zahlreich, Zahl der wie Erde, groß die Menge. Menge, die in dir auftaucht, gespiegelt. Das ist das Äußere. Ja. Genau. Dann haben wir Rak. Kaya, rechtes Lamm. Jetzt warst du schön wach, sensibel, ängstlich. Merkst du, da ist immer bloß weichlich, eine Verweichlichung. Das kann man immer rot und blau machen. Hin nochmal 2020. Ja. Aufgespannte Intellekt wird die Vielheit von 2020. Ja. Verbundener Gott im Kopf. Deine Lebendigkeit eigentlich auch. Pass auf, ich bin bei der Jahreszahl. Ja. Der verbundene kleine Gott im eigenen Kopf 2020. 20, ja. Ein Zeichen. Ja. Okay, deine Segnungen, Du hast deine Verfluchungen, könnte man auch sagen, er verfluchte natürlich auch, ist der Himmel. Jetzt haben wir unser, der Logos des Meeres, des Wassers. Das Wort mehr, Schau mal hin. Der Worte, geschriebenes Wort, ist die Deva. Das ist der Name des Dot. Wir haben diese verschiedenen Wörter für Wort. Okay, vom Weg, von oben, Weg, oberhalb, halb oben, das ist unser Ol, unser Joch. Dann kommt nochmal, wo sind wir? Da müssen wir her. Entschuldigung. Nach Das ist oben. nochmal der Segen des Lobpreises, das wiederholt sich jetzt. Wir schauen das gleich an. Und dann kommt die Wassertiefe. Von oben der Segen und von unten Ja. der Segen. Die Wassertiefe des Dehum ist die Tiefe von El Hayom. Das ist übrigens ganz nebenbei. Jetzt sind wir ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Du kommst nämlich ins Tohu Ja. Wabohu. Das ist es, Tohu, diese Wassertiefe. Dehom heißt eigentlich Tohu. Enzilbemem, ihr Dohu, ihre eigene Wassertiefe, die eigene geistige Tiefe, El Hayom ist ja der Geist Ja. und das Meer UB. Du steigst jetzt in deine, in ihr Geistesfunk, steigt durch Holo-Feeling wieder in eure eigene Tiefe hinab, Genau. ab. Hin zu ab, zu UB, El Hayom. Und sich legend, lagernd, ruhend, du ruhtest und lagerst wieder in dieser Tiefe im Dohu.
Das ist natürlich jetzt blau gelesen. Ja. Das ist die Tiefe. Du kannst das natürlich auch blau, rot gelesen, Entschuldigung. Ja. Wenn wir es blau lesen, dreht sich das natürlich um. Das heißt, du wirst in Schrecken versetzt. Genau. Das ist, wenn du nicht in die Tiefe von Elayom hinabsteigst, sondern in die Tiefe, weil du über den Jordan gegangen bist. Wenn du immer mehr in deine Traumwelt hineindenkst, genau, dann gehst du auch in die Tiefe. Du bist über den Jordan gegangen, hinabgestiegen. Da wirst du in Schrecken versetzt. Ne? Und da geht es negativ. Immer positiv, negativ denken. Immer die zwei Seiten. Der Heilungsprozess passiert, dass du dir bewusst machst, wenn du was schlecht siehst. Und umso schlechter du was siehst, jetzt negativ gelesen. Schlecht ist natürlich auch positiv. Shin El, mein logisches Licht, erscheint mir echt. Ja, genau. Das ist eine unendliche Macht, die du erschaffen kannst. Dadurch bist du ja der Bestimmer und der Richter über alles und jeden. Die Segenswünsche. Und jetzt kriegst du, das sind die zwei Brüste. Ja, schau die. Das sind die logischen Öffnungen des Meeres. Das sind deine Gedankenwellen, die sind nichts Negatives. Ja. Die Schadim. Und jetzt kommen wir hier der Matrix. Ja. Und die Rechim, das Erbarmen, das erweckte Armen, das erweckte Äußere ist immer ein Urteilen. Genau. Da haben wir dann das Mädchen, wenn man am MD hast, immer messen und ein Kleid anlegen. Ja. Du kannst aber auch das Rot lesen, dann hast Gestaltgewertung geschlossen, kennen, das ist die Garde. Ja. Die Liebe. Darum ist dieses Hin- und Herschwingen ist so unendlich vielfältig. Ja. Und jetzt kommt die 26, lesen wir mal nur Deutsch. Jetzt wenn wir das nochmal ganz einfach. Von dem Gott, von Ich UB, deiner Väter, und er wird dir helfen, und dem Allmächtigen, das ist der Satan, der hilft dir mit Sicherheit nicht, wenn du das blau liest, der Schadai. Und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben. Das ist alles, was du dir ausdenkst, sind Geschenke. Auch die Gruselfilme und die Krimis, wenn du keine Angst mehr hast, wenn du der Autor bist. Wenn du ein Schriftsteller bist, freust du dich über all deine Einfälle, die in dir auftauchen, die erroben. Und mit den Segnungen der Tiefe, rot gelesen. Ja. Das, was ganz tief in dir drin ist. Ja. Die unter dir liegt. Ja. Mit den Segnungen der Brüste. Der Gedankenwellen, der logischen Öffnungen. Gedankenwellen, genauso deiner logischen Öffnungen. Diese logische, jetzt rot geschriebene logische Öffnungen sind, wenn du mit Holofeeling anfängst, dass dir alles logisch erscheint, was du verbindest in deiner Matrix. Ja, genau. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen meiner Voreltern bis zur Grenze der ewigen Hügel. Ich will jetzt gar nicht reingehen, kannst du selber machen. Die Segnungen von IOB überragen alles, was irgendwelche Gurus, ich bin der Meister aller Meister, bis zur Grenze der ewigsten, höchsten Wellen. Oder Quintessenz ist das geistige Licht. Ja. Sie werden sein auf dem Haupte Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Der Scheitel ist immer die Nulllinie. Ja, und der väterlich gesonderte AB. Benjamin, der kleine Ben-Ja, der Sohn Gottes, ist ein Lupus. Ja. Ihr zerreißt. Ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe. Ich bringe dir das Schwert. Ja. Und am Morgen frisst er alles wieder auf, was er berechnet aufgespannt hat mit seinen Beschwörungen. Genau. Und am Abend ist ja wach werden. Und am Abend, der schöpferische Sohn öffnet, Abend, verteilt er die Beute dann wieder in die, die noch in der Traumwelt leben. Ja. Punkt. Klasse, Udo. Super. Dass er diesmal, wenn ich immer Bildschirmübertragung beenden mache, ist das Problem, dass er manchmal das Bild, das letzte Mal hat er das Bild nicht weggeschalten. Ja, ja. Bei der Aufnahme, ich sehe es nicht, er hat es ja weggeschalten, oder lassen wir uns mal überraschen. Ja. Aber wir wissen es, schau, es ist jetzt das Schöne, ich spreche jetzt den Gedanken, Redo und Diana, das bin ja ich, weiß ich, dass der Intellekt ist, dass ihr voll folgen konntet und der Redo hätte jetzt noch einiges in der Zeit dazu sagen können, zusätzlich dazu sagen können und die Diana. Das ist das, was passiert, wenn man Holofeeling studiert. Es geht aber nicht um das Wissen. Es geht erst einmal darum, wer oder was bist du selbst. Genau. Und das war ja mal, wo ich gesagt habe, hier so im Groben, wenn du das jetzt schickst als Mail, ich kann immer wieder den Versuch machen, kannst du gerne mal ausprobieren. Du gehst jetzt in dein Internet und du holst dir, ist ein Tipp. Das ist aber ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, geh zu deinem Chef, wenn du noch wo arbeitest, und sagst du denn, du bist ja bloß, mir ist bewusst geworden, dass du ja bloß ein dummer Affe bist. Das ist so ein tiefes Beispiel.
dass du merkst, diese Schizophrenie und das am Leben erhalten wollen des Egos. Aber wir machen jetzt einmal ein Gedankenspiel. Wenn du dich draus probierst, das aus, du gehst ins Internet und recherchierst einmal, wo an deutschen Universitäten irgendwo Hebräisch-Spezialisten sind. Für Althebräisch. Kann man ja lernen. Gibt Professoren und auch viele, viele Doktoren. Du wirst merken, wenn du lange genug suchst, bringst du sofort 100 Stück zusammen. Ja. Professoren für Althebräisch oder einen Doktortitel in Althebräisch haben. Und du kannst, wenn die an einer Universität arbeiten, die wir uns jetzt ausdenken, und wir denken uns das jetzt hier aus, kriegst du immer bei den Universitäten, hast du die direkte E-Mail-Adresse, wo du die anschreiben kannst. Und dann schickst du ihnen dieses Video. Wie sie darauf reagieren. Ich habe das Spiel schon mal gemacht vor Jahren, mit den Jahren, wo ich erzählt habe, da war natürlich jetzt kein Video, nichts, das hat es damals noch nicht gegeben, sondern bloß eine Seite mit so kleinen Beweisen geschrieben. Es ist nicht eine einzige Antwort zurückgekommen. Es müsste einen, der die Grundlagen hat, müsste es wegflashen. Ja. Du merkst es selbst immer ausgedachterweise, ein Abraham von Dunen. Es ist der Jude in ihm ist so unendlich übermächtig. Der hat die Briefe, die im wenigen Schriftverkehr, den ich mit denen hatte. Der war so auf der anderen Seite hin und her gerissen, wo er dann zumindest unseren Denach, den denke ich mir jetzt aus, dass er das auch ein Schreibstift, ein Unbewusster, dass er den Ur-Denach, den er programmiert hat, dass man hier diese Einzelübersetzungen machen kann und dass man auch dann die Seiten tauschen kann. Das wurde alles erst hinzugefügt, wo man noch schreibt, auch mit den Endzeichen, die Auslegung der Endzeichen, die er in den Ohrenbarungen gelesen hat. Das ist so neu, da weiß es Judentum nichts. Das schreibt er mir noch. Und das glitscht total weg, er hat sich in meinem Leben total, wenn ich nicht mache, wenn ich ihn mir nicht ausdenke, taucht er auch nicht auf. Er ist nichts da außen. Es ist wirklich nichts da außen. Es sind deine Gedanken. Jeder Wissende, der in dir auftaucht, ist irgendeine Facette. Das ist wie eine Internetseite, wo du reinschaust und sagst, das interessiert mich nicht. Nichts anderes ist ein Mensch, der in dir auftaucht, jetzt normal gesprochen, und dir irgendwas erzählt, was dich nicht interessiert. Gut, der eine gibt es wieder, ich könnte auch sagen, irgendein Video, das du laufen lässt, wo irgendeiner was erzählt und das interessiert dich nicht. Was ist jetzt der Unterschied, ob in dir auf der VR-Brille ein Monitor auftaucht mit einem Pixelmännchen und der Lautsprecher sagt was, oder es taucht auf deiner VR-Brille ein Trockennasen auf und der erzählt dir was? Es ist kein Unterschied. Abstrakt, wertfrei gesehen ist kein Unterschied. Ich sage nochmal, ob du jetzt an einen Computer denkst, Gehäuse, Computerchip, Programmdaten, Bildausgabe, Tonausgabe, ob du an einen Trockennasenaffen denkst, Körper, Gehirn, eine gewisse Intellekt, Sprache und natürlich Bild. Das ist kein Unterschied, jetzt bin ich wertfrei. Was mir wichtig ist, wie dich deine einseitigen Interpretationen in diesem Gefängnis festhalten. Und wenn jetzt dein Ego aufschreit und dir Angst macht, du solltest wissen, es macht Gefühle, die du Geist empfindest, den Geist erlebt nur der Geist, der träumt, und du bist jetzt ein träumender Geist, hundertprozentig sicher aufgrund der Tatsache, weil du dieses Video dir jetzt anschaust. Du schaust dir das Video an, nicht deine Augen. Du hörst es, nicht die Ohren, die du dir denkst. Abgesehen davon, wo waren jetzt die ganze Zeit deine Augen und deine Ohren? Wo war dein ganzer Kopf, wenn du aufmerksam zugehört hast? Er hat nicht existiert. Die Ohren haben nicht existiert, die Augen haben nicht existiert. Es sind existierende Dinge, sehen nichts und hören nichts und spüren nichts. Ob du an Augen denkst, an Ohren denkst. Wir sind immer da. Die Vorstellungswelt, die Luft, alles, was die Naturwissenschaft, was die entdecken, was man nicht einmal sehen könnte, wenn man wollte, unsere DNA. Schauen wir mal nach, die so unvorstellbar klein, dass man sie nicht einmal unter den stärksten Raster-Elektronenmikroskope sehen könnte. Elektronenraster, so rum. Elektronen. Elektronen. Sehen könnte. Aber schauen wir mal nach, wie das aufgebaut ist. Ein kleines Ding, das so unvorstellbar klein ist, hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern aus 1000 Seiten. Habe ich aus das Buch heraus. Ein Buch von einem Professor, Doktor, der das weiß. Hat man ihn erzählt an der Universität. Alles, was ein Leschi erzählt, hat man ihn erzählt, habe ich gehört. Und du verwirklichst es dann. Das ist das ganz Gefährliche, dass ich immer wieder sage, es ist kein Beweis, wenn du mir jetzt sagst, ich zeige dir, dass da außen Hühnerfarmen sind, wo Tiere gequält werden.
Warst du schon mal in einem Trinkstand, sinnlich wahrgenommen, war schon mal Hühnerfarm auf deiner Verabrede, warst du schon mal drin? Da gibt es natürlich welche, die können sagen ja und es können sagen welche nein. Es beweist aber nichts. Ich frage jetzt dich. Das ist wie mit, wer hat eigentlich hier, nee, ich mache ein anderes Beispiel, tausendfach erzählt. Es ist im Prinzip dasselbe, wie wenn ich jetzt sage, hast du schon einmal mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mensch ein Mädchen gewaltigt hat und umgebracht hat? Nein. Ich bringe dir welche, ich kann mir welche ausdenken, die das schon gesehen haben, erlebt haben, weil sie es selber gemacht haben, dann musst du es selber gemacht haben. Aber die sitzen, wenn sie gefangen werden, in der Psychiatrie. Und genauso der in der Psychiatrie sitzt und er hat mit eigenen Augen gesehen, dass ihn ein grünes Maßmännchen entführt hat, der hat es auch gesehen in seinem Wahn, in seiner Traumwelt. Du wirst mit verschiedenen Traumwelten konfrontiert, die aber nur Untersysteme von deiner Traumwelt sind. Und wenn du Wissen von anderen übernimmst, kannst du dieses Wissen auch verwirklichen. Du kannst deinen Verbrennungsmotor dir erst auf deine VR-Brille holen, funktionieren, da war es ein Auto, wenn das auf deinem Programm drauf ist. Hätte der Galilei mit dem Galilei-Bewusstsein oder der Sokrates war ja so gescheit, er hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, irgendwie, der war nicht einmal in der Lage, sich ein Auto auszudenken. Also wie kannst du behaupten, wenn einer so blöd ist und nicht einmal ein Auto kennt, dass er gescheit ist? Ja, das hat es ja damals noch nicht gegeben. Das ist eben. Damals gibt es nicht. Es gibt es bloß jetzt. Es hat auch damals keinen Sokrates gegeben. Von dir aus gesehen ist nämlich jetzt der Sokrates genauso was ausgedacht ist, wie du dir Auto ausdenkst. Bloß beim Auto sagst du, die gibt es ja da außen. Ich werde dir beweisen, ich zeige dir eins. Du kannst es bloß dir selber zeigen, weil du einen Gedanken von dir nicht zeigen kannst. Außer du glaubst, dass der das dann auch sieht. Dann denkst du dir ein aus, siehst du jetzt es auch? Ich könnte jetzt den Redo fragen, Redo, siehst du jetzt den Computer vor dir? Sag was als Redo? Diana, siehst du ihn auch? Nee, du siehst einen ganz anderen Computer. Verstehst du das Prinzip? Wenn Menschen träumen, das Diana-Programm in dir Geist wirft jetzt ganz anderes Bild auf, wenn du den Kopf drehst, wie das Redo-Programm oder das Programm von dem, der du jetzt zu sein glaubst. Du wirst mit einem komplett anderen Bild konfrontiert, wenn du den Kopf drehst. Und du sagst jetzt, ja, um mich herum, da ist das Zimmer, da ist das Zimmer, da ist das Zimmer. Das sagst du, das sagt der Redo und das sagt die Diana. Komischerweise denken je nach Programm hier ein komplett anderes Zimmer, die ihr dann verwirklichen könnt. Wenn das Ja-Aber-Programm dann noch mit drin ist, ja, wenn ich jetzt doch zu Diana fahre oder zum Redo, sehe ich doch dann dieselben Zimmer wie der. Ich sage, ist alles logisch. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Auch auf der VR-Brille. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Gut. Redo, jetzt haben wir mal ein kräftigeres Selbstgespräch macht. Nicht immer das Gleiche wiederholt. Genau. Okay, ich beende. Alles klar, ciao.